Zu Heard Island, nördlich der Antarktis, kommen selten Schiffe und Aufnahmen des Vulkans Big Ben auf der Insel sind rar. Doch jetzt ist einer Gruppe von australischen und internationalen Forschern sogar gelungen, einen Ausbruch des Vulkans am Samstag aufzunehmen. Der Chefwissenschaftler der Expedition, Mike Coffin, war von dem Zufall begeistert. Gestern, als das Wetter kurz aufklarte, haben wir den Vulkanausbruch gesehen. Rauch stieg von der Bergspitze auf und Lava floss an den Flanken des Big Ben hinunter. Das ist eine sehr aufregende Beobachtung. Nur sehr wenige Schiffe kommen zu diesem Teil der Erde. Tatsächlich landete 1987 die letzte geologische Expedition auf Heard Island, also fast vor 30 Jahren. Die Forscher untersuchen auf ihrer 58-tägigen Expedition unter anderem aktive Vulkane auf dem Meeresgrund. Heard Island gehört zum australischen Territorium und befindet sich rund 2000 Kilometer nördlich der Antarktis.